160 mehr sind fair. 160 mehr sind fair. 160 mehr sind fair. Und was wollen wir nicht? Was wollen wir nicht? Was wollen wir nicht? Was wollen wir stattdessen? 160 Euro mehr sind fair. 160 Euro mehr sind fair. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, erstmal recht herzlichen Dank, dass ihr euch alle hier auf dem Mainzer Platz versammelt habt. Das soll ein Zeichen sein. Vor allem ein Zeichen an den Hotel- und Gaststättenverband. Wir lassen uns nicht abspeisen. Wir wollen diesmal eine gerechte Lohnsteigerung haben. Richtig. Bei der ersten Tarifverhandlung haben wir als Beschäftigte des Hotel- und Gaststättengewerbe unsere begründeten Forderungen vorgetragen. Der Hotel- und Gaststättenverband jammert, er kriegt kein Personal mehr. Er jammert darüber, er kriegt keine Auszubildenden mehr. Da muss man sich nicht wundern. Wer Personal haben will, wer Auszubildende haben will, der muss die Arbeitsbedingungen und Einkommensbedingungen in dieser Branche verbessern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen endlich mehr Geld. Ja! 160 mehr sind fair. Wir wollen der Öffentlichkeit deutlich machen, wir Beschäftigte im Hotel- und Gaststättengewerbe wollen jetzt mehr Geld haben. Und ich sage das auch in Richtung der Gäste, die hier in den Cafés und Restaurants sitzen. Diejenigen, die Sie bedienen, verdienen zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb helft mit, sorgt dafür, dass auch im Hotel- und Gaststättengewerbe die Beschäftigten nicht tarifpolitisch im Abseits stehen. Der Hotel- und Gaststättengewerbe hat bei der ersten Tarifverhandlung nichts angeboten. 0,0. Und darüber hinaus haben Sie gesagt, wir möchten gerne die Arbeitszeit verändern, die tägliche Arbeitszeit, die jetzt schon eine Ausnahmeregelung im Hotel- und Gaststättengewerbe auf 10 Stunden hat. Sie wollen die sogar auf 13 Stunden erweitern. Das ist ein Skandal, Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage deshalb nochmal, wer so mit den Beschäftigten umspringt, muss sich nicht wundern, dass niemand mehr bei ihm arbeiten will. Wir stehen hier und das wird der Anfang einer Bewegung sein. Mehr Geld für die Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe. 160 mehr sind fair! 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 160 mehr sind fair. 160 mehr sind fair. 13 Stunden Arbeitstag, das wird gefordert. Es kann nicht sein. Man muss dazu einrechnen, ich fahre noch nach Hause, ich muss daheim Wäsche waschen, sonstiges. Heißt letztlich arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen. Hallo, mein Name ist Christoph Schuster, gelernter Küchenmeister, NGG-Mitglied, auch Mitglied des Vorstandes NGG Region Saar. Ich bin heute hier in Mainz bei den Kollegen Rheinland-Pfalz zur Tarifverhandlung, um sie zu unterstützen. Hier geht es um mehr Geld und es geht darum, die Arbeitszeit nicht auf 13 Stunden täglich auszudehnen. Wir haben auch eine schöne Konferenz gehabt in den letzten zwei Tagen. Da ging es ganz intensiv auch darum, dass wir in der Gastronomie verstärkt wertgeschätzt und öffentlich wahrgenommen werden. Diesen Weg gehen wir jetzt auch ganz offensiv. Wir haben mehr verdient als 0% Angebot. Wir haben mehr verdient als 13 Stunden am Tag arbeiten. Wir sind Menschen, wollen als solche wahrgenommen werden. Und das ist unser Ziel. Dafür kämpfen wir. Habe ich das richtig verstanden? Ihr sollt 3 Stunden länger arbeiten? Genau. Und für viel mehr Geld oder gar kein? Nee, für gar nicht mehr Geld. Kann doch wohl die Wahrheit sein. Ja. Ja, wieso hat man aber noch nie was von gehört? Weil jetzt einfach die DEHOGA, die macht ja nicht Werbung dafür, dass wir mehr arbeiten. Und wir sind halt noch so klein, deswegen versuchen wir jetzt auch publiker zu werden. Und einfach da auch denen, die eben noch in die Gastro kommen werden, dass die einfach ein besseres Leben haben. Und ja, wer kommt in die Gastro, wenn man es plötzlich heißt, jetzt müssen sie sogar schon 13 Stunden arbeiten. Also da fange ich keine Ausbildung an. Das glaube ich auch. Genau. Dann brauchen Sie nicht wundern, wenn man dauert. Wie ist das in diesem Gebiet hier, der Nachwuchs fehlt? Eben, genau. Der will ihn da schon. Ja. Dann kann man ja fast mit dem Friseurberuf vergleichen. Da guckt auch keiner mehr. Genau. Ja, die werden auch ausgenutzt, die Leute. Könnte ich Ihnen euch nur wünschen, dass das nicht so kommt. Okay. Dass ihr Erfolg habt. Wären Sie bereit für eine Solidarunterstützung? Dankeschön. Dann. Und dann ist
weil wir die Forderung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ablehnen, weil sie komplett lebensfremd ist. Der DEHOGA fordert von uns, dass wir an 6 Tagen in der Woche bis zu 13 Stunden arbeiten müssen. Da sagen wir, da machen wir nicht mit, das geht auf unsere Gesundheit. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen die Branche verlassen. Das führt dazu, dass unsere schönen Berufe nicht mehr attraktiv sind für die Leute und wir müssen wieder die Leidenschaft wecken, denn wir sind das Gesicht der Branche, wir sind die Kellnerinnen und Kellner, wir sind die Hotelfachleute, wir sind die Leute im Housekeeping. Und dieses 2017 war das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr von Hilton in Mainz seit Bestehen. Zur gleichen Zeit ist in unserem Betrieb die Fluktuation, sprich der Personalwechsel, 50% pro Jahr. 50% aller Beschäftigten verlässt jährlich das Unternehmen und wird durch neue ersetzt. Gleichzeitig fordert unsere Geschäftsleitung wie die Tarifkommission auf der Arbeitgeberseite, dass die Beschäftigten statt 8 Stunden pro Tag jetzt 13 Stunden pro Tag arbeiten. Aber nicht an 5 Tagen, sondern an 6 Tagen in der Woche. Das heißt 78 Stunden Arbeitszeit. Zur gleichen Zeit wird man für neue Azubis und sagt, dass die hohe Arbeitszeit die Flexibilität erhöhen wird und dass das den Beruf attraktiv machen würde. Und wenn man die Tariflöhne sich anguckt, und das sind auch im Hilton Mainz die tatsächlichen Löhne, verdient man im Durchschnitt in der Hotellerie unter 2000 Euro brutto. Unter 2000 Euro brutto, nicht netto. Und in der Tarifkommission auf Arbeitgeberseite sitzen Vertreter, Verbandsfunktionäre, die die Realität des wirklichen Arbeitslebens überhaupt nicht verstanden haben. Wir sind hier nur eine relativ kleine Gruppe, aber wir sind auch in den Betrieben immer mehr eine relativ kleine Gruppe, weil unsere Leute nicht mehr hinterfragt, sondern unsere Leute stimmen ab mit den Füßen, sprich, sie gehen aus der Branche raus. Wenn Sie jetzt in einem Restaurant sitzen, wenn Sie jetzt einen Kaffee genießen oder ein Bier, dann stellen Sie sich darauf ein, dass das in einigen Jahren nicht mehr so sein wird. In einigen Jahren können Sie Ihre Getränke und Ihr Essen selbst abholen. Es wird keine Köche mehr geben, die Ihnen was zubereiten. Die gibt es schon heute nicht mehr. Sprich, wenn Sie Interesse daran haben, dass das bleibt, dass Sie als Gast auch noch verwöhnt werden, dass Sie als Gast auch noch Essen und Trinken bekommen, dann unterstützen Sie uns bitte bei unserer Forderung. Vielen Dank. Ja.